Im weit, weit entfernten Morgenland gab es einen armen, aber gutherzigen kleinen Jungen namens Aladdin. Dieser junge Mann würde alles tun, um seiner lieben Mutter zu helfen. Und in dem herrlichen Palast des Landes hatte der Sultan eine schöne Tochter. Ihr Name war Jasmin. Jasmin lebte im Überfluss, aber sehr einsam. So sehr, dass ihr einziger Freund im Palast ein winziger bunter Kolibri namens Rin war. Manchmal ging Jasmin, ihr Gesicht mit einem Schleier bedeckt, auf den Markt. Sie ging also unter den Menschen und vergaß ihre Einsamkeit für einen Moment. Eines Tages machte sich Aladdin an die Arbeit mit einer Schaufel in der Hand. Auf dem Weg dorthin sah er einen Mann am Brunnen stehen. Hey Junge, kannst du mir kurz helfen? Ja, natürlich, Sir. Was kann ich tun? Siehst du dieses Gold in meiner Hand? Wenn du tust, was ich dir sage, kann das noch viel mehr werden. Aladdin willigte ein, dem Mann zu helfen. Ich habe etwas in den Brunnen fallen lassen. Werde ein Seil herunterschwingen, möchte, dass du es aufhebst und mir zurückbringst. Aladdin schaute in den Brunnen. Es war dunkel im Brunnen, bei dem kein Boden zu sehen war. Auch wenn er große Angst hatte, ging er hinunter, indem er sich festhielt an dem Seil für das Gold, das der Mann versprochen hatte. Als er den Grund des Brunnens erreichte, nahm er ein Streichholz aus seiner Tasche und entzündete es. In diesem Moment sah er, dass der schwarze Brunnen mit funkelnden Juwelen glänzte. Junge, da ist eine alte Lampe. Nimm sie und komm zurück. Aladdin hatte die alte Lampe gefunden, von der der Mann gesprochen hatte. Aber er hat nicht verstanden, warum der Mann diese schäbige Lampe mitnehmen wollte, aus all dem Gold und Schmuck. Dann hielt er sich an dem Seil fest und kletterte mühsam nach oben. Lass mich die Lampe halten, damit du besser rauskommst. Sobald ihm Aladdin die Lampe in die Hand gab, ließ der Mann das Seil in seiner Hand los. Oh nein! Aladdin hat in Panik das Ende der Lampe erwischt. Lass meine Lampe los! Lass sie los! Auf keinen Fall! Nein! Wenn ich loslasse, werde ich fallen! Während der Mann versuchte, seine Lampe zu retten, fielen Aladdin und die Lampe zusammen mit einem lauten Geräusch auf den Grund des Bodens. Nein! Meine Lampe! Meine Lampe! Obwohl Aladdin versuchte, aus dem Brunnen zu kommen, als er das Bewusstsein wiedererlangte, konnte er es nicht schaffen. Er wartete tagelang auf jemanden, der ihm hilft. Aber es kam niemand vorbei. Aladdin war hilflos. Er zündete ein Streichholz an und sah sich ängstlich um. Dann sah er einen Ring auf dem Boden. Als er den Ring an seinen Finger steckte, umgaben ihn die Lichter. Der Besitzer dieses Rings ist mein Meister. Du hast nur 3 Wünsche frei. Sag, was immer du willst. Ich will sofort aus diesem Brunnen raus. Der Riese erfüllte Aladdins Wunsch. Aladdin lief nach Hause mit der Lampe in seiner Hand. In diesem Moment stieß er mit Jasmin zusammen, die auf dem Markt herumlief. Als Jasmin ihren Schleier öffnete, wusste Aladdin nicht, was er sagen sollte, im Angesicht der Schönheit, die er sah. Oh, Entschuldigung, ich bin in Eile, es tut mir leid. Aladdin ist weggelaufen, ohne zu wissen, wer sie war. Aber Jasmin, die ihm nachblickte, hat sich auf den ersten Blick in Aladdin verliebt. Außer Atem zu Hause angekommen, hat Aladdin seiner Mutter alles erzählt, was geschehen war. Und seine Mutter wollte sauber machen, die nutzlose Lampe reinigen und sie verkaufen. Aber während sie den oberen Teil der Lampe abwischte, bedeckte ein Rauch plötzlich alles. Ein Flaschengeist erschien aus dem Rauch. Ich war so lange in dieser Lampe. Da du mich gerettet hast, kannst du dir wünschen, was du willst.
Aladin und seine Mutter schauten sich verwirrt um. Ich möchte einen wunderbaren Tisch, voll von Milch und Honig. Plötzlich erschien ein perfekter Tisch mit allen möglichen Speisen vor ihnen. Innerhalb von ein paar Monaten wurden Aladin und seine Mutter sehr reich, dank des Flaschengeistes. Die ganze Zeit über waren Aladins Gedanken bei dem schönen Mädchen, mit der er auf dem Markt zusammengestoßen war. Auf der anderen Seite erfuhr der Sultan, dass seine Tochter Jasmin heimlich auf den Markt ging und sperrte sie in ihrem Zimmer ein. Jasmin auf der anderen Seite verbrachte ihre Tage im Zimmer und träumte von Aladin. Nach einer Weile erfuhr der Sultan von Aladins Reichtum. Der Sultan rief ihn in den Palast, um den Grund für diesen Reichtum herauszufinden. Eure Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe von deinem legendären Reichtum gehört. Ich bitte dich um einen prächtigen Palast und 40 Soldaten mit Händen voller Gold. Mal sehen, ob du wirklich so reich bist. Beim Verlassen des Palastes, in Gedanken versunken, trafen sich Aladin und Jasmins Augen. Und er erkannte, dass diese schöne Prinzessin das Mädchen war, mit dem er auf dem Markt zusammengestoßen war. Er ging sofort weg, um den Flaschengeist um einen Wunsch zu bitten. Seht ihr, Rin? Das war er. Er war der Junge, den ich auf dem Markt getroffen habe. Jasmin rannte und bettelte auf gebeugten Knien. Mein Sultan, mein Vater. Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Ich will ihn heiraten und glücklich bis ans Ende meiner Tage leben. Warte mal. Meine Wünsche sind doch noch gar nicht erfüllt worden. Aladin erzählte aufgeregt dem Flaschengeist die Wünsche des Sultans. Der Flaschengeist schnippte mit den Fingern und ein riesiger Palast, 40 Soldaten und eine Truhe voller Gold tauchten vor ihnen auf. Ich danke dir vielmals. Vielleicht kann ich jetzt Jasmin heiraten. Am nächsten Tag kam Aladin im Palast an, mit 40 Soldaten hinter ihm. Als der Sultan die Soldaten sah und die Geschenke vor ihnen, war er sehr beeindruckt von diesem Reichtum. Und er sagte Aladin, dass er seine Tochter heiraten könne. In der nächsten Woche haben Aladin und Jasmin geheiratet, mit einer prächtigen Hochzeit. Eines Tages, als Aladin nicht zu Hause war, kam ein Verkäufer in den Palast. Ich sammle den Müll. Ich bin ein Müllsammler. Ein Müllsammler. Als sie das hörte, warf Jasmin die alte Lampe durch das Fenster in das Haus zu dem Verkäufer. Aber dieser Verkäufer war der böse Mann, der Aladin im Brunnen zurückgelassen hat. Sobald er die Lampe genommen hatte, streichelte er sie und bat den Flaschengeist, ihn mit dem Palast und der Prinzessin weit wegzubringen. Der Flaschengeist tat, was der Mann wollte. Als Aladin zurückkehrte, sah er, dass der Palast und die Prinzessin nicht an ihrem Platz waren. Meine Prinzessin, mein Palast, wo sind Sie denn hin? Wo seid ihr? Aladin dachte an den Ring, den er im Brunnen gefunden hat. Sofort steckte er sich den Ring an den Finger und in diesem Moment war die Umgebung mit Lichtern bedeckt und in der Mitte erschien ein Riese. Sprich, was ist deine Bitte an mich? Du hast noch 2 Wünsche frei. Aladin hat sich gewünscht, zu Jasmin zu gehen. Der Riese klatschte in die Hände und Aladin fand sich auf einem fliegenden Teppich wieder. In der Tat brachte der fliegende Teppich ihn zu seinem Palast, mitten in der Wüste. Aladin stieg vom Teppich ab und ging irgendwo hin. Und er sah, dass Jasmin den Bösewicht diente. Und die Lampe lag auf dem Schoß des Mannes. Aladin steckte den Ring wieder an seinen Finger und äußerte seinen letzten Wunsch. Ich möchte, dass du diesen Fiesling in einen Vogel verwandelst. Der Riese erfüllte diesen Wunsch und der Mann verwandelte sich sofort in einen Vogel. Aladin eilte sofort zu Jasmin und umarmte sie. Aladin nahm die alte Lampe in die Hand und streichelte sie.
und bat den Flaschengeist, den Palast an den alten Ort zu bringen. Sehr wohl, mein Herr. Der Palast kehrte zurück an seinen früheren Platz, in dem sie in den Himmel flogen. Während Aladdin und Jasmin tanzten und dachten, dass ihr Glück für immer anhalten würde, fiel die Lampe auf den Boden. Sie waren sich noch nicht bewusst, dass der Geist entschlüpft war aus dem zerbrochenen Rand der Lampe.